Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Es ist wieder Sitzungswoche vor den großen Sommerferien, die auch jetzt bald beginnen. Und dann gibt es noch ordentlich was zu tun im Bundestag. Darüber wollen wir heute reden mit Helmut Klebank. Herzlich willkommen, SPD-Bundestagsabgeordneter und 12 Jahre Bürgermeister von Spandau für die SPD. 10. Ich wusste es. Immer werde ich korrigieren. Das ist ja unser kleines Spiel hier. Es gibt ja ein kleines Spielchen, so kann man es nicht nennen, aber es dünkt mich manchmal so, was da jetzt in der SPD Berlin abläuft. Wenn wir da mal als erstes drüber reden. Da sollen dann über die Haushaltsverhandlungen und über alles sollen die Mitglieder abstimmen. Wie gefährlich ist denn das für den Senat und die SPD-Senatoren? Ja, also zunächst mal diese Initiative, die es da derzeit gibt, die bezieht sich auf die Bundespolitik. Aber natürlich sind auch die Berliner Haushaltsverhandlungen äußerst schwierig. Und tatsächlich ist ja das, was sozusagen alles gemeinsam, ich sage jetzt mal inzwischen quasi überschattet, ist ja die Diskussion um die Schuldenbremse, die wesentliche Investitionen im Moment verhindert und damit zu einer echten Gefahr auch für unsere Wirtschaft geworden ist. Ja, und heute Morgen, nochmal, heute ist Montag, 24., wenn ich das richtig im Kopf habe. Heute Morgen wurde nochmal von der FDP deutlich gesagt, die Schuldenbremse bleibt. Ja, also wir werden sehen, wie die Regierung diese Fragestellung löst für die SPD. Und da haben sich ja mittlerweile weite Teile der SPD auch positioniert. Ist klar, es muss mehr Investitionen geben für die Transformation. Und es muss zugleich so sein, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die arbeitende Bevölkerung diese Last ganz alleine trägt. Und dass sozusagen das Soziale immer weiter zurückgedrängt wird, zulasten einer Transformation, die vielleicht auch Teile der Bevölkerung nicht richtig einordnen können. Also für uns ist deswegen ziemlich klar und haben sich ja weite Teile so positioniert, einen sozialen Kahlschlag wird es nicht geben. Ja, das ist das eine, aber Schuldenbremse bleibt, das ist die andere Seite. Was ist denn das Schlimme daran, wenn man die Schuldenbremse lässt und jeden dazu bringt, jeden Ressortchef und Ressortchefin, dazu bringt, zu sagen, du kannst nur das Geld ausgeben, was du hast. Du kriegst von mir nichts mehr, sagt der Lindner. Na, selbst das würde ja nicht reichen. Um die Transformationsnotwendigkeiten und um die Investitionsnotwendigkeiten aufzulösen. Also selbst die Wirtschaft sagt ja, wir brauchen in den nächsten Jahren rund 400 Milliarden Euro zusätzliche staatliche Investitionen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Ja, da hilft auch die Schuldenbremse nichts bei 400 Milliarden. Naja, sagen wir mal so, verteilt auf mehrere Jahre schon, aber wenn wir auf die Haushalte schauen, insbesondere im sozialen Bereich, gibt es da eigentlich nichts, was wir kürzen könnten. Also wir können im Bereich der Grundsicherung nicht mehr kürzen, weil schon die Grundsicherung ja nur die Grundbedarfe des Alltags abdeckt. Wenn wir auf andere soziale Bereiche schauen, also ich sage jetzt mal Jugendarbeit beispielsweise, Förderung der Demokratie, Förderung von Ehrenamt, also Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales Jahr, in all diesen Bereichen gibt es deutlich mehr Bedarfe, also es gibt beispielsweise mehr Jugendliche und mehr Freiwillige, die diese Dienste machen wollen, als wir derzeit an finanziellen Mitteln zur Verfügung stellen können. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz und parallel diskutieren wir ja über die Frage, ob wir wieder eine Wehrpflicht oder gar ein Dienstpflichtjahr für alle wollen, was ja auch wieder zusätzliche Haushaltsmittel braucht. Also da sind innerhalb der politischen Diskussion zahlreiche Widersprüche, die derzeit und unter dieser Maßgabe der Einhaltung der Schuldenbremse, die aus meiner Sicht komplett sinnfrei derzeit ist, da wir kein Schuldenproblem haben, unter dieser Maßgabe ist das nicht aufzulösen. Ja, das geht jetzt hin und her, schon seit Wochen. Ja? Ja. Und das letzte Mal, Sie da waren gleiche Argumente, gleiche Position und immer die gleiche Frage von mir, wie lange hält die Ampel das denn aus? Also stelle ich die Frage heute wieder. Es muss doch jetzt irgendwann ein Durchbruch kommen. Denn ich glaube, in 2 oder 3 Wochen, Mitte Juli, geht der Bundestag in Sommerferien bis September. Mhm. Und der Haushalt muss bis November dann fertig sein. Mhm. Das heißt, ihr steht unglaublich unter Zeitdruck. Also nochmal die Frage, wo bietet sich denn was an? Die FDP scheint ja wirklich festgemauert in der Erde zu stehen. Also das werden tatsächlich erst diese vertraulichen Ergebnisse in der Dreierrunde bringen. Tatsächlich haben sich alle ja positioniert, sage ich jetzt mal. Und das Problem an Positionen ist immer, sie stehen, wie Sie sagen, festgemauert in der Erde. Ja? Haben wir alle mal gelernt. Aber die entscheidende Frage ist ja, was ist vielleicht gemeinsames Interesse? Und gemeinsames Interesse finde ich auch mit der FDP
muss ja sein, erstens, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderfliegt und nicht noch mehr ein Riss durch diese Gesellschaft geht, als wir es derzeit schon haben. Und das zweite Interesse muss ja sein, dass die Transformation mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung einhergeht. Und da finde ich eigentlich, muss es den Weg zusammengehen. Und dass da Investitionen die Schlüsselstellung haben, das wissen aber eigentlich alle. Also ich glaube, das gemeinsame Interesse auch innerhalb der Ampel ist viel größer als das, was da jetzt an gegensätzlichen Positionen aufgebaut worden ist. Ja, aber BDI, die Jahrestagung hat heute begonnen, dauert bis morgen. Vom BDI kommt klares Zeichen, sagt, wir brauchen mehr Investitionen. Investitionen heißt von staatlicher Seite, ich brauche mehr Geld, also muss ich... Bin ich wieder beim selben Thema? Ja, klar. Da habe ich das Gefühl, immer. Ich drehe mich ständig im Kreise und immer wieder und immer wieder. Ich komme da nicht raus. Es muss da einen Weg geben. Und jeder weiß, wer mit, über die Autobahn fährt, wie die Autobahnen aussehen. Wer mit dem Zug fährt, der Zug ist unpünktlich. Das heißt, alle diese Dinge, die marode sind in diesem Staat, kennen wir alle. Da muss doch ein Investitionspaket her. Da muss doch eine gemeinsame unter Schiller, dem damaligen Finanzminister, und Strauß, dem Wirtschaftsminister oder was umgekehrt. Mhm. Ja, da also, hieß es ganz klar, wir müssen Geld in die Wirtschaft pumpen, damit der Zug wieder unter Dampf kommt. Und an der Stelle zum Beispiel, finde ich, wirkt auch das Argument nicht, dass man kommende Generationen nicht mit Schulden belasten wolle. Weil das, was wir jetzt möglicherweise an Investitionen zu wenig machen, wird es später auch an Wohlstand nicht geben. Denn die Investitionen, die wir heute durchführen, die sorgen für den Wohlstand in 5 oder in 10 Jahren oder noch darüber hinaus. Und deswegen ist selbst dieses Argument, ja, wir müssen jetzt hier nachhaltig sein und wir müssen sparsam sein, bei einem Staatshaushalt funktioniert das nicht. Denn anders als die vielbenannte schwäbische Hausfrau, wo ja immer gesagt wird, naja, die kann ja auch nur den Euro ausgeben, den sie im Portemonnaie hat, resultieren aus den Ausgaben der schwedischen Hausfrau keine Rückeinnahmen, also über irgendwelche Instrumente. Das ist im Staatshaushalt halt anders. Über das, was wir heute investieren, generieren wir morgen und übermorgen neue Steuereinnahmen, die zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten führen. Also es ist geradezu abstrus, was wir gerade erleben. Deutschland, kein Schuldenproblem, niedrigster Schuldenstand ever. Und auch im Vergleich mit den Industrienationen niedrigster Schuldenstand. Und trotzdem ketten wir uns an eine Schuldenbremse, die ihre Funktion im Grunde verloren hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Schuldenbremse wird gelockert. Wie viel Geld kann man denn damit generieren? Wie viel Geld wird denn frei? Mhm. Wie viel darf ich denn aufnehmen nach den Sprüchen des Verfassungsgerichts? Das wird eben daran liegen, wie weit man an der Stelle geht. Also es ist ja, das nicht ist ja so, meine Frage. Wie weit geht man? Es ist ja nicht eine 0-1-Fragestellung, ja? Also nicht Ja oder Nein, sondern es ist eher die Frage, an welchen Stellen arbeitet man an der Schuldenbremse. Ich glaube, sie einfach nur komplett aufzulösen, ist wahrscheinlich auch nicht der Weg. Aber es gibt natürlich Parameter, an denen ausgerechnet wird, wie viel Schulden sind quasi erlaubt. Und diese Parameter sind zum Beispiel Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, Fragen der Zinsentwicklung, Schrägstrich Inflation. Und an all diesen Schräubchen kann man natürlich drehen, um dem Haushalt mehr Spielraum zu geben, also mehr Volumen zu geben. Und ich glaube, das wird die Fragestellung sein, wo kann man an der Stelle die Schuldenbremse, wir sagen reformieren, ich würde aber auch sagen modernisieren oder egal welchen Begriff man da erfindet. Man kann an diesen Stellen genug schrauben, um genug Spielraum für den Haushalt zu bekommen. Ja, dann drehen wir mal gleich an ein paar Schräubchen und vielleicht finden wir eine große Schraube. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da mit Helmut Kleber, SPD-Bundestagsabgeordneter und 10 Jahre Bürgermeister in Spandau. Ja, irgendwann lerne ich es auch. Kein Problem. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Es ist wieder Sitzungswoche und ein Thema beschäftigt uns. Wo nehmen wir das ganze Geld her, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren? Die Schuldenbremse bleibt, sagt die FDP. Ja, mein Gast heute, Helmut Klebank von der SPD, sagt, die Schuldenbremse muss aufgelockert werden, muss aufgeschraubt werden. Wir müssen daran drehen. Meine Frage war, wie viel Geld brauchen wir denn einfach? Der BDI sagt 400 Milliarden Paket, 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr ist schon verbraucht, reicht nicht, brauchen wir auch, sind wir schon bei 500 Milliarden. Das heißt, wenn ich überhaupt über diese Möglichkeiten rede,
dass der Lindner sich bereit erklärt, wir lockern die Schuldenbremse. Um wie viele Milliarden reden wir denn dann eigentlich? Also ich würde nicht so weit gehen, wie die Industrie jetzt eine Zahl in den Raum zu stellen. Also Zahlen an dieser Stelle spielen ja eigentlich eher die Rolle, die Größenordnung zu verdeutlichen. So. Und da es ein mittlerer dreistelliger Milliardenbetrag ist, der von der Industrie genannt worden ist, 400 Milliarden, könnte man sich natürlich auf den Weg machen und mal einzelne Bereiche durchdeklinieren. Also ich will vielleicht mal einen Bereich sagen, der für Berlin besonders relevant ist. Wir wollen ja hier, ich sage jetzt mal, das Fernwärmenetz ausbauen. Wir wollen es dekarbonisieren, es soll nur mit erneuerbaren Energien funktionieren. Wir haben da jetzt ein Förderprogramm von 3 Milliarden für die kommenden Jahre. Und die Branche sagt eigentlich, wir brauchen das Dreifache. So, das sind dann nochmal 6 Milliarden obendrauf. So, das ist ja nur für diesen kleinen, im Grunde kleinen Bereich Fernwärme gedacht. So, wenn ich das jetzt mal durch alle Bereiche durchdekliniere, dann wird einem schon nochmal klar, welche Größenordnung das ist. Und dann glaube ich, ist die Industrie gar nicht so verkehrt. Also die Zahl, würde ich sagen, ist in Ordnung. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Ich habe ja diese Frage eines Pflichtjahres, eines Dienstjahres für junge Leute mal ins Spiel gebracht. Ne? Auch da wird natürlich enorm viel Geld fällig, wenn wir uns vorstellen, dass wir ganze Jahrgänge in so ein solches Pflichtjahr schicken. Und selbst wenn ich die rausrechne, die eine Ausbildung machen, die studieren, die da vielleicht sozusagen das Jahr erlassen kriegen oder gestundet kriegen sozusagen, selbst dann wird es noch erhebliche zusätzliche Mittel kosten. Also die Größenordnung, würde ich sagen, die ist richtig, aber es verteilt sich natürlich auch auf etliche Jahre. Ja, und dann sind wir wieder am Rechnen und dann gibt es einen neuen Streit. Den gibt es aber in der Politik immer, also das ist ja nichts Neues. Nach der Sommerpause, die einen sagen, habe ich zu wenig und ist zu wenig. Mhm. Ist da, was ist denn ganz vordringlich? Ist der Ausbau der Autobahn ganz vordringlich? Wie es heißt, Herr Lindner will 20 Milliarden aus dem Sanierungsprogramm für die Autobahn streichen. Und die zuständigen Fachleute und Experten sagen, das ist ja ein Unding. Ja. Jeder weiß, wie die Autobahnen jetzt aussehen. Und wenn man die Renovierung oder die Sanierung unterlässt, dann wird es noch schlimmer. Wie ja. sagt der ehemalige Finanzsenator Sarrazin, dann fahrt doch um die Schlaglöcher rum. Ja. Naja, das ist natürlich vollkommener Unsinn. Also gerade unterlassene Investitionen in die Infrastruktur, die rächen sich so dermaßen langfristig und so dermaßen heftig, dass ich davon nur abraten kann. Aber das ist genau ein Punkt. Also vordringlich aus meiner Sicht ist die Transformation, die Weiterentwicklung in eine CO2-freie Welt, weil die Klimakrise unsere gesamte Gesellschaftsform quasi bedroht. Und damit zusammenhängt ist genau das, was Sie sagen, nämlich die Infrastruktur. Die Infrastruktur für eine CO2-freie Energie- und Wärmeversorgung ist sozusagen das A und O, aber auch Verkehrsinfrastruktur mindestens mal genauso wichtig. Und da haben wir schon einen riesen Block an notwendigen Investitionen. Also tausende Brücken in diesem Land. Wir haben jetzt über Autobahnen gesprochen, aber wenn wir auf Brücken schauen, natürlich von Straßenverbindungen, aber auch von Eisenbahnverbindungen, da sind so viele Marode durch unterlassene Investitionen, dass wir da ganz dringend ran müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir über noch mehr Streckensperrungen, über noch mehr reduzierte Geschwindigkeit wegen baufälliger Brücken reden. Ja, das also, wissen ja alle. Und jeder das sagt das so wie Sie auch. Ja, wir müssen das machen und jeder, wenn ich über eine große Autobahnbrücke fahre, die so ein großes Tal überspannt, ja. Ja, dann denke ich immer, ja, was passiert denn jetzt, wenn es jetzt anfängt zu knirschen? Und die Brücke kracht zusammen. Also von dem echten Knirschen sind wir ja Gott sei Dank weit entfernt. Es gibt zwar immer mal solche Ereignisse, aber da glaube ich, also würde ich auch annehmen, ist unser System gut genug, das so frühzeitig zu erkennen. Aber es gibt dabei bereits jetzt etliche Brücken, die Geschwindigkeitsbeschränkungen haben, weil man eben die Erschütterungen etwas reduzieren möchte, um die Standfestigkeit weiterhin sicher zu haben. Also da habe ich persönlich keine Bedenken. Aber wir müssen natürlich ran, denn es kann ja nicht sein, dass wir am Ende mit Tempo 30 über Autobahnbrücken schleichen. Ja. Das kann oder, ja nicht funktionieren. Oder wir reaktivieren jetzt Kutschenwesen. Okay, aber da brauchen wir auch eine befestigte Straße. Das geht auch nicht. Ich sag wann mal mittendurch glauben Sie denn, ist diese Diskussion, muss diese Diskussion beendet sein? Ja. Damit also, es noch zu Beschlüssen kommt für den Haushalt nächsten Jahr. Das wird am 5. November, glaube ich, ist der Abstimmungstag im Bundestag. Dann heißt es, es ist noch lange hin, aber der Bundestag geht 2 Monate in Ferien. Ja, also so ist jedenfalls im Moment die Planung. Ja. Der Haushalt fürs kommende Jahr muss natürlich in diesem Jahr noch verabschiedet werden. Alles andere wäre auch aus meiner Sicht eigentlich eine Bankrotterklärung.
Das heißt, um ordentliche Beratung hinbekommen zu können, müsste eigentlich jetzt vor der Sommerpause der Haushalt vorliegen. Ich sage jetzt mal, falls das nicht gelänge, das kann ja alles sein, wird er sehr zeitnah am Ende der Sommerferien hoffentlich vorliegen. Denn im September, die erste Sitzungswoche, wird eine Haushaltswoche sein. Das kann man notfalls auch noch mal ändern, denn das sind ja im Moment, ich sag mal, nur Planungen. Ja, aber man kann es ja nicht ewig vor sich her schieben. Nee, das sage ich ja, das sage ich ja. Also im September müssen die Beratungen beginnen können und deswegen muss im September was vorliegen. Ja, und Beschluss ist dann 5. November, Beschluss ist im November. 1. November. Wenn es ganz eng käme und man länger braucht, ginge auch noch was im Dezember. Wir haben auch noch Sitzungswochen im Dezember. Also von daher, da gibt es eine gewisse Flexibilität. Aber schön wäre es natürlich nicht. Und wir haben im September 3 Landtagswahlen, die das Ganze noch mal beeinflussen werden. Macht das Ganze zumindest nicht leichter. Was sagen denn die Umfragen für die SPD voraus? Naja, die Umfragen sehen ehrlich gesagt ja nicht viel nicht besser aus als das, was wir jetzt bei der Europawahl gesehen haben. Und das ist schon schlecht. Eine ziemlich schwierige Situation, klar. Also für alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer bedeutet das, die Ärmel hochkrempeln und die Menschen zu versuchen zu überzeugen. Ja, was gibt es diese Woche noch? Was steht auf der Tagesordnung? Krankenhausreformgesetz, erste Lesung. Ist ja auch schon lange diskutiert, hat man, glaube ich, auch hier schon mal miteinander ja, diskutiert. Ja, ich darf daran erinnern, der Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft, Marc Schreiner, war hier und hat gesagt, etwa 20 Krankenhäuser müssten wir eigentlich dicht machen. Ist das so? Die Analyse, in Berlin. Die Analyse ist in der Fachlichkeit ziemlich eindeutig, dass es zu viele Betten gibt, also auf die Bundesrepublik jetzt gesehen. Ein bisschen im Hintergrund ist auch, dass die Bundesländer, deren Aufgabe ja die Krankenhausplanung und die Bettenplanung ist, das mindestens mal in Teilen etwas vernachlässigt haben. Ich glaube, so weit kann man gehen, sonst wären wir nicht in dieser Lage. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen eine Akzeptanzfrage in der Bevölkerung, denn ich kann nicht alles haben. Ich kann nicht sozusagen das Krankenhaus fußläufig 5 Minuten von jeder Haustür haben und gleichzeitig Spitzenmedizin. Denn die Spitzenmedizin, die kriege ich nur, wenn ich einverstanden bin, dass es sich auf die Häuser konzentriert, die mit hohen Fallzahlen arbeiten. Die Medizin heutzutage lässt sich mit der von vor 40 Jahren nicht vergleichen. Wald- und Wiesenmedizin bringt wirklich schlechtere Ergebnisse. Das heißt, wenn wir wirklich hervorragende Qualität wollen, und das wollen wir ja, glaube ich, eigentlich alle, wenn wir ins Krankenhaus gehen, müssen wir diese Spezialbehandlungen an wenigen Häusern konzentrieren. Und das hat quasi zur Voraussetzung, dass ich bereit bin, Standorte aufzugeben. Ich glaube, dass das sein muss. Ja, aber jetzt denkt der normale Mensch, wenn das so ist, die Besten werden konzentriert auf wenige Fälle. Habe ich lange Wartezeiten, helfen mir nichts. Dann gehe ich doch lieber zum Wald- und Wiesenarzt. Das ist gar nicht zwingend. Also das hängt damit nicht zusammen, tatsächlich. Natürlich gibt es für Eingriffe, die, sage ich jetzt mal, nicht zeitkritisch sind. Und die gibt es ja durchaus auch. Na, Blinddarm ist zeitkritisch. Der ist zeitkritisch. Da habe ich gerade mal gedacht. Ja, also da würde ich keine Kompromisse eingehen. Ja. Und ich sag mal auch, Tumorbehandlungen von schnell wachsenden Tumoren zum Beispiel, die sind zeitkritisch, die müssen sofort durchgeführt werden. Aber sie müssen eben zugleich mit herausragender Qualität durchgeführt werden. Sonst hilft es mir als Patient auch nicht. Was hilft es mir, wenn ich weiß, ich komme jetzt sofort unter das Messer mit einer x-beliebigen Geschichte, die fakultativ ist, also die nicht zeitkritisch ist, aber es wird in einer schlechten Qualität gemacht, weil der Operateur, das Team, das Krankenhausteam gar nicht Übung hat mit solcher komplizierten Behandlung. Und das ist die Schwierigkeit. Da, glaube ich, muss sich auch bei uns, bei der Bevölkerung, ein bisschen was verändern. Also, was wird beschlossen? Wie geht das aus? Wie sieht das neue Krankenhauswesen aus Ende des Jahres? Ja, also das Krankenhauswesen wird hoffentlich so aussehen, dass wir einen Fahrplan haben, wie unter anderem mit der Finanzierung diese Hochleistungsmedizin so entwickelt werden kann, dass alle davon partizipieren. Also das ist der Punkt. Und dass wir in der Konsequenz Bundesländer haben, die ihre Krankenhausplanung vernünftig ausrichten, sodass alle für alle das erreichbar ist, dass die Grundbehandlung vor Ort gesichert ist. Und das kann über medizinische Versorgungszentren laufen, das kann über kleine Grundversorgungskrankenhäuser laufen. Es wird aber eine Reduzierung der Bettenzahlen geben. Das ist auch möglich, auch in medizinisch Berlin. Möglich, vermutlich auch in Berlin. Da wäre aber die Gesundheitssenatorin die richtige Ansprechpartnerin, weil ich in diese Krankenhausplanung nicht involviert bin.
Ja, aber der Bundestag entscheidet trotzdem über das Krankenhausgesetz. Über die Strukturfrage, die Finanzierungsfrage, ja, und das ist auch wichtig. Was liegt sonst noch an diese Woche, was dringlich für Sie ist? Wir werden mal wieder über Wasserstoff diskutieren. die Beschleunigung haben wir ja gut auf den Weg gebracht. Wir werden auch mal über die Wassersituation in Berlin und Brandenburg und in der Lausitz diskutieren, die sich ja durch den Kohleausstieg auch verändern wird. Da wird es einen Slot geben, also eine Diskussion geben am Donnerstag. Da ist doch ein riesiger Freizeitpark geplant, oder? Na, nicht nur, auch erneuerbare Energien, aber das Wassermanagement wird sich ändern müssen, weil ein Großteil des Wassers aus der Spree kommt ja in Wahrheit aus der Lausitz, wird nämlich dort mit großen Förderpumpen aus dem Grundwasser hochgepumpt, damit man nämlich in 100 Meter Tiefe trockenen Fußes die Kohle fördern kann. Und diese Kohle, diese Wasserförderung, das Abpumpen des Grundwassers, endet ja, wenn wir keine Kohle mehr fördern müssen. Das heißt, die Wassersituation in Berlin und Brandenburg wird sich grundsätzlich verändern. Ja, und ich habe immer im Ohr, die Berliner Wasserversorgung ist sehr gut, ist auch garantiert. Aber wenn ich das jetzt höre, kommt ja ein Problem auf uns zu. Dann fehlt ja ein großer Teil des Grundwassers. Ja, genau so ist es. Wo holen wir denn das her? Genau so ist es. Also das Wassermanagement in der Republik insgesamt muss sich ändern, weil sich die Niederschlagssituation aus den Sommermonaten in die Wintermonate voraussichtlich verlagern wird. Das heißt, wir müssen Methoden entwickeln, die Niederschläge, die überschüssigen Niederschläge, die es im Winter gibt, so zu speichern, dass wir sie im Sommer wieder auch unter anderem für die Trinkwasserversorgung benutzen können. Diese Möglichkeiten gibt es. Die Aufgabe liegt im Grunde bei den Bundesländern. Kostet wie viele Milliarden? Ja, kostet schon einiges. Ich weiß, dass die Berliner Wasserbetriebe pro Jahr so roundabout 200, 300, 400 Millionen auch in solche Dinge investieren. Aber ich sage jetzt mal, wir haben in meinem Wahlkreis den Großkliniker See, dessen Wasserstand um 2 Meter in der Höhe gesunken ist in den letzten Jahren. Das ist im Grunde ein natürliches Trinkwasser, Wasserreservoir, wo wir schauen müssen, wie können wir Zuführungen zu diesem Gewässer machen, um im Grunde Wasser in der Landschaft zu halten. Also es sind alles so Elemente, ne? Die Wasserbetriebe bauen ihr Kanalsystem, sie bauen Rückhaltebecken für Starkregensituationen, aber auch die natürlichen Gewässer mit einbeziehen in diese Planung. Das ist jetzt das Kunststück. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir im Sommer in 2 Jahren. Ja, Wasser wird knapp, jeder kriegt nur noch 2 Liter am Tag. Die Situation Wasser wird knapp hatten wir ja schon in den letzten sehr trockenen Sommern. Aber jeder kriegt 2 Liter am Tag, das sehe ich nicht. Also auch in 20 Jahren noch nicht, ehrlich gesagt. Das nehme ich als Versprechen. Nehmen Sie es als Versprechen und wir genau deswegen diskutieren wir die Fragen, ja, weil wir das auf jeden Fall verhindern müssen. Ja, gut, die Wette gilt. Also ich will lieber nicht eingehen. Die Wette gilt. Hoffen wir mal, dass es alles gut im Management ist und dass es gut kontrollierbar bleibt und gut gemanagt wird. Vielen Dank, Helmut Klebank von der SPD-Fraktion, und vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag 2015, wie immer, aus dem Bundestag. Danke für heute und tschüss.